Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge von Project 10 Stable 4 und unserem Bienen-Adventure. Ich habe noch ein bisschen was gebaut hier, so die Meadows hüpfen schon eine ganze Weile durch, die Forests hüpfen schon eine ganze Weile durch. Es sind schon ein paar Blümchen überall entstanden, es ist so wunderschön, es ist so fabulös, keine Ahnung. So, und ich hatte ja gesagt, ich will noch eine Sache machen, praktisch dieses Advanced Bean Zeug so ein bisschen. Und zwar, wie bekommen wir bestimmte Traits in Bienen rein? Das hier ist die Bienen, die wir das letzte Mal reingelegt haben. Ich habe sie mir noch nicht angeguckt. Und wie wir sehen, sie ist wieder eine reine Meadow geworden. Okay. Meinetwegen. Aber wir sehen, wir haben hier einen anderen Trait drin. Vorher war es Slowest. Beides Slowest. Jetzt haben wir einen Trait reinbekommen durch die Bienen, die wir reingepackt haben, mit Slower. Pollination ist slower, Lifespan ist alles gleich geblieben. Hier hat sich auch nichts verändert. Wäre auch ein Wunder gewesen. Wir können mal gucken, was haben wir hier. Hier haben wir noch eine, die auch slower, aber 3 Fertility hat. Okay. Was macht diese Common Drone? Shorter, slowest, slower. Okay, aber auch nur 2 Bienen. Was ich aber machen werde, wir sehen auch hier 2 Generations in Captivity. So, und das war die andere Bienen, die wir hatten. Und hier, die hatte ja auch im Inaktiven slower und so weiter. Was wir jetzt aber machen können, ist beispielsweise die, auch wenn es rein Meadow ist, wir könnten diese Meadow-Biene reinpacken. Wie gesagt, 3 Fertility. Okay, im inaktiven Zweig. Das heißt, also praktisch der aktive Zweig ist das, was ja gerade aktiv ist. Habe ich das letzte Mal schon erklärt. Inaktiv ist das, was sie noch hat. Und was praktisch eine Möglichkeit der Mutation bildet. Also eine genetische Mutation. Keine richtige Mutation in Form von Spezies, sondern nur eine Mutation in Form von Eigenschaften. Ich weiß gar nicht, kann ich das hier? General, ja, gut. Das heißt, wenn wir jetzt die beiden Bienen mal zusammenpacken, können wir mal gucken, was da passiert. Wir kriegen wieder eine Meadow raus. Keine Common diesmal, aber wir haben ja eine Common. Die läuft jetzt hier auch noch ein bisschen durch. Und dann würde ich sagen, wir machen jetzt nochmal einen Cut, auch wenn es kurz jetzt nur war. Wir machen jetzt einen Cut und dann gucken wir mal, was bei der Biene rausgekommen ist. Und dann züchten wir diese eine Biene mal ein bisschen, nur mal um es gezeigt zu haben, wie man so Traits bekommt. Und ja, dann werde ich noch einen Haufen Offscreen machen an Bienen, so ein bisschen rumzüchten. Und vielleicht dann auch mal Mutationen zeigen. Also dann. Also Mutation war zum Beispiel auch Common. Was aber das Ziel ist, erstmal ist eine Cultivated. Und dafür brauchen wir einfach nur eine Common mit irgendwas anderem zusammen. Und dann haben wir eine Mutationsmöglichkeit. Wobei ich dafür wahrscheinlich dann eine Chating Frame am besten machen werde. Impregnated Frame, dafür brauchen wir mehr Seed Oil. Das werde ich dann jetzt mal aufs Kind vorbereiten, damit wir ein bisschen was kriegen. Wie gesagt, Genetic Decay ist bei einem Untreated Frame relativ hoch. Also, na gut, relativ hoch, 0,9. Es ist schon besser als ein 1er. Wie jetzt hier im Gegensatz zum Sweet Frame. Beim Mutating ist es halt so, der Second Trade geht schneller verloren. Dafür ist aber die Mutationsrate höher und so weiter. Und wie gesagt, Super Cool Frame macht diesen zweiten Trade. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr nicht wollt, könnt ihr das damit praktisch eliminieren. Aber habt eine sehr geringe Chance auf Mutation. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Drohne, dass sie sich umwandelt. So, aber wie gesagt, wir machen jetzt kurz Cut. Sehen uns gleich wieder und dann gucken wir mal, was aus der Biene geworden ist. Bis gleich. So, die Bienen sind tot. Yay. Dann gucken wir mal nach. So. Oh, guck mal. Im Aktiven ist jetzt ein Slower drin. Okay, also einen Trade haben wir schon übernommen, aber hier drüben haben wir jetzt wieder das Slowest drin. Also das Aktive ist auf den Inaktiven gerutscht. Also sie haben sich getauscht. Okay. Schon mal nicht schlecht. Okay, hier ist nur Slowest drin. Okay. Die hat immer noch im Inaktiven dieses Dreier. Wir nehmen mal die nochmal und packen die mal zusammen. So, also im Endeffekt, was ich jetzt mache, um es zu erklären, ich schaue, welche Bienen haben Effekte, die ich gerne möchte. Diese Bienen packe ich dann zusammen. Also ich könnte theoretisch auch sagen, ihr könnt jede Biene in eine andere Biene mit genügend Drohnen umwandeln. Beispielsweise, wenn ihr eine Biene habt, das werden wir zum Beispiel mit der Vorstufe zu den ganzen Iron-Bienen und so weiter machen, denn die brauchen alle im Grund Metallic, wenn wir gucken. Eisen, Copper, Tin, Gold, Lead, braucht alles Metall. Das heißt, wir werden eine Metallic und Industrious Drohne machen.
Wobei wir bei beiden dafür sorgen werden, dass die Traits, die sie haben, wir so weit optimieren, wie wir es haben wollen und danach ganz viele Drohnen davon produzieren. Und dann können wir Folgendes machen. Wir können irgendeine Princess nehmen, die reinlegen und können die einfach mit diesen Drohnen zuballern. Das heißt, wir nehmen nicht die Drohnen, die hier drinnen sind, die rauskommen, die schmeißen wir alle weg, ist uns egal. Wir wollen nur die Drohnen praktisch reinpumpen. Das heißt, wir füttern die einfach immer wieder mit derselben Drohne und nach gewisser Zeit ist dann ja im Endeffekt die Drohne, also die Biene, die gleiche wie die Drohne. Also man kann es praktisch mit genügend Durchläufen dazu bringen, dass diese Drohne dann die gleiche ist. Deswegen mache ich auch so viele Drohnen hier von zum Beispiel Forest, von Meadow, von Common, damit wir jederzeit diese Drohnen uns aus anderen Bienen wieder züchten können. Damit wir sagen können, okay, egal welche Princess wir haben, wir können mit genügend Drohnen die wieder zu so einer anderen machen. Und das ist im Endeffekt der ganze Sinn dahinter. Und damit werden wir praktisch, also wir werden eine Metallic machen, die wir optimieren bis zum geht nicht mehr. Und wenn wir eine fertige Metallic haben, dann geht's los. Dann produziert die uns dann ein paar Tage, vielleicht ein, zwei Tage, was weiß ich, je nachdem wie schnell sie ist, nur Drohnen. Das heißt, wir werden auch dafür sorgen, dass wir erstmal die Metallic in der Optimierungsphase auf ein kurzes Leben kriegen. Das ist so die Sache, also dass wir vielleicht ein bisschen was haben, was langes Leben hat, was der Standard-Trade ist. Und dann werden wir versuchen, sie zu optimieren in der Hinsicht, dass sie ein sehr kurzes Leben kriegt. Denn wenn die Metallic ein sehr kurzes Leben hat, ist sie sehr schnell tot. Wir kriegen sehr viele Drohnen. Das ist im Endeffekt der ganze Sinn dahinter. Das heißt, man macht so eine Drohne, also eine Biene, welche schnell stirbt und dadurch sehr viele Drohnen produziert. Dadurch kann man sehr viele Drohnen anhäufen am Anfang, wenn man von dieser Spezies sehr viele braucht später. Häuft das damit an, nutzt das dann und damit kann man dann schön arbeiten. Bevor man dann wieder diesen anderen Trade reinbringt, in die verbesserte sozusagen. Also am Anfang, wenn man viele noch braucht, ist es gut, ein kurzes Leben zu haben. Wenn man dann aber später eine produktive Biene haben will, sollte man auf ein langes Leben gehen. Denn je länger eine Biene lebt, desto mehr kann sie produzieren, desto weniger Drohnen sind über, obwohl das im Endeffekt auch egal ist. Aber so nebenbei. Damit ihr Bescheid wisst. Gut, so, die Drohnen lasse ich jetzt auch nochmal sterben und dann gucken wir mal, was wir daraus kriegen. Wie gesagt, ich werde das jetzt nochmal ein bisschen laufen lassen. Ich werde da jetzt nochmal ein, zwei Schnippel machen und dann gucken wir mal, was wir aus der Biene am Ende gemacht haben, aus der Meadow. Und dann werde ich nebenbei mal ein bisschen nochmal züchten. Wir könnten eigentlich, warte mal, ist hier gerade eine tot oder kurz vor tot? Die ist kurz vor tot, Moment. Okay. Lass ich die mal sterben und dann machen wir uns gleich mal. Bevor wir es vergessen, wir machen uns gleich mal. Wir haben hier Common. Ein paar Common Drone. Die habe ich mal erforscht. Dann nehmen wir die erstmal. Ich war auch schon unterwegs, habe mir ein paar Marshy geholt. Und Purple war so nett und hat mir mal Tropical gegeben. Das heißt, wir können auch Tropical Bienen dann züchten. Also wir haben eine Common Drone. Und dann nehmen wir mal eine Forest Princess. So, und jetzt ist praktisch der Sinn dahinter, wir wollen die beiden mutieren lassen. Wir wollen, dass sie mutieren, wir wollen was Neues rausbekommen und nicht mehr das gleiche Alter haben. So, ich habe hier einen Impregnated Frame jetzt gemacht und ich glaube, ich muss mich korrigieren, weil ich habe beim Durchlesen ist mir was aufgefallen. Es ist nicht mehr so wie früher, dass nur auf ein Genetic Decay im Endeffekt sich auf was anderes bezieht, sondern von Ignoble Bees. Das heißt, Ignoble Bees leben länger. Ich bin mir aber trotzdem unsicher, ob es auf den zweiten Trade trotzdem noch geht. Früher waren die Dinger hauptsächlich für den zweiten Trade, womit du dann auch damit noch viel machen konntest. Jedenfalls habe ich es so in Erinnerung. So, machen wir die beiden mal rein. Gucken wir, was passiert. Die beiden sind auch fast tot. Moment, hier. Die ist noch nicht tot. Okay. Und dann gucken wir mal jetzt die beiden Bienen. Machen wir diese Folge. Mal gucken, was wir rauskriegen. Cool, die Welt ist das Ziel. Bis gleich. So, weiter geht's. Bienen sind tot. Alles klar. So, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Gucken wir uns mal erst die Meadow an. So, okay. Schade, es ist weggegangen. Der aktive und inaktive Zweig sind beide weggegangen. Schade. So, warte mal. Ne, Moment, ich habe jetzt die Drohne reingelegt. Moment. Princess. Okay, slower. Aber, es hat doch geklappt. Wir haben den Dreifachen jetzt schon in der Princess drin. Okay, gucken wir mal weiter. Immer noch einen mit zweifach und jetzt habe ich keinen Honey mehr. Das ist ja super.
Das ist halt das Problem, man braucht am besten eine Biene, deswegen lasse ich die auch dauerhaft da hinten laufen. Die dir die ganze Zeit immer schön Honeycomb produzieren, damit du halt den Honey hast, um dann die Bienen zu entdecken und zu anzuschauen. So, Honeycomb. Pop. Okay, hier haben wir noch eine mit 3. Okay, dann nehmen wir die und die, die jetzt schon 3 drin hat. So, okay. Also das sollte jetzt, man sieht ja so langsam diesen Prozess. Wir haben also jetzt die Biene ein wenig umgewandelt. Also es ist immer noch eine Meadow, eine reine Meadow. Aber es geht halt hauptsächlich darum, wie kriegen wir neue Trades rein. Also, ja, so, können wir mal ganz kurz gucken. Also, Shorter, Slowest, Slower. Hier haben wir auch noch Slower drin. Also vielleicht entsteht da noch eine Mutation zwischen den beiden Dingern. Also, den Teil, dass wir vielleicht eine Drohne haben mit 3. Also mal gucken. So, hier hat sich ja eh nichts verändert. Und diese Drohne hat genau das gleiche. Also diesen genau gleichen zweiten Zweig. Nicht ganz den gleichen zweiten. Da hat sie zum Beispiel Slower und bei Pollination Slowest. Die eine Slowest, die andere Slower. So, wir packen die beiden mal rein. Und dann gucken wir mal, was passiert. So, ich hoffe, ich habe jetzt die richtige genommen. Das ist immer das Problem, wenn man dann die falsche Drohne nimmt. So, und hier hat es zum Beispiel geklappt. Wir haben eine Cultivated bekommen, wir haben 2 Forest Drone bekommen und wir haben eine Common Drone bekommen. Dann können wir mal gucken. Also, Cultivated. Okay, inaktiver Zweig ist ein Common. Shortest. Production ist fast hier. Okay, auf einen sekundären Zweig. Okay, gut. Die Forest ist inaktiv Common. Hat auch einen 3er, hat aber hier einen 2er. Was hat die hier? Die hat überall 2. Okay. Okay. Und die Common hat auf einen inaktiven diesmal. Also ihr seht, die beiden Bienen haben sich jetzt im Endeffekt so ein bisschen getauscht. Das eine, was die, also der aktive und inaktive Zweig sind im Endeffekt getauscht. Das heißt, man kann damit auch praktisch dann, also es ist meist so, dass bei den Drohnen die Drohnen gleich sind, aber der inaktive und aktive immer geswappt sind. Und dadurch kann man dann praktisch sagen, okay, der aktive Zweig ist natürlich der stärkere Zweig. Das heißt, für den inaktiven braucht man, muss man hoffen, dass er rauskommt. Da ist es am besten, wenn man noch eine hat, die auch auf dem inaktiven sowas hat. Und andernfalls kann man die Drohnen halt dadurch praktisch besser reinhalten. Also praktisch hätten wir jetzt noch eine Forest Drone, wäre das hier wahrscheinlich die bessere Wahl, weil wir dann Forest wahrscheinlich wieder rausbekommen werden. Wobei hier wir wahrscheinlich vielleicht auch eine Common kriegen könnten. Oder eine Cultivated. So, wir werden jetzt hier mal gucken. Also aktiv, jetzt will ich nochmal ganz kurz gucken, weil ich ein bisschen Angst habe. Cultivated und Common gibt Noble, das wäre nicht so schlecht. Wir machen das auch mal. Also wir packen jetzt die Cultivated. Also theoretisch, man könnte jetzt auch nochmal eine Cultivated züchten, indem man nochmal eine Princess und eine, what the fuck? Okay, es ist verpackt. Entschuldigung. Also wie gesagt, wir können jetzt nochmal eine züchten und könnten hoffen, dass wir eine Cultivated Drone rausbekommen, die auf einen aktiven Cultivated hat. Damit könnten wir es auch machen. Aber ich möchte, weil wir eh später Noble brauchen, wir werden zwar trotzdem Cultivated brauchen, aber wahrscheinlich kriegen wir eh eine Drohne raus. Das heißt, wir gucken jetzt mal, was hier rauskommt. Und ich weiß nicht, warum das hier so rumleckt. Struck hat alles hier drinne. Sobald wir das Ding angucken. Kommt das von Weiler? Ich habe keine Ahnung. Nun gut. Ja. Jetzt habt ihr es mal so ein bisschen gesehen. Ich werde dann noch, wie gesagt, das letzte Mal jetzt noch. Wir gucken, was durchkommt. Und schauen mal, was wir rausgekriegt haben. Ob wir hier es vielleicht geschafft haben, die Meadow ein bisschen umzuwandeln. Und dann gucken wir mal. Also bis gleich. Und dann gucken wir ein letztes Mal. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe die Bienen schon mal rausgenommen. Nehmen wir mal Bier raus. So. Also. Folgendes. Die Cultivated ist leider nur noch eine Drohne übrig. Eine Cultivated Drohne. Reaction Fast, was sehr schön ist. Und sie hat auch einen sehr schönen inaktiven Zweig. Aber leider sind die anderen Bienen ein bisschen. Wir haben aber hier eine inaktive. Das ist sehr gut. Die auch relativ. Die hat diesen schönen hier dreifach. Okay. Was hat die hier? Kommen als inaktiven. Okay, die brauchen wir nicht mehr. Die kommen weg. Wir nehmen jetzt die Forest und die Cultivated und damit sollten wir definitiv eine hoffentlich fast reine Cultivated bekommen.
Jetzt gucken wir nochmal hier die Meadow kurz an. Oh. Nicht ganz so toll. Wir haben zweimal die gleiche Drohne rausbekommen. Und zwar beides mal nicht unbedingt die beste Drohne. Wie wir sehen, wir haben hier immer noch bei Objection Slowest, wobei die hier slower hat. Dann bleibt da nichts anderes übrig. Die beiden müssen wir noch zusammenpacken. So. Okay. Ja. Na dann. Was ich jetzt, also ich habe es ja schon gesagt, was ich jetzt machen werde. Ich werde jetzt offscreen ein bisschen mehr Bienen züchten. Ihr habt ja jetzt so grob gesehen, wie Mutation funktioniert, wie man bestimmte Traits ein bisschen reinkriegen kann, also dass sie erhalten bleiben. Hat nicht ganz so gut geklappt hier. Es ist leider, die Drohnen haben es leider wieder nicht unbedingt geschafft. Das kann immer passieren. Manchmal braucht man da ewig. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht, das werde ich wahrscheinlich heute nicht mehr schaffen, eine Rocky zu finden. Denn Rocky-Bienen haben immer Cave-Dwelling. Also sie können unter der Erde arbeiten. Und das ist das, was wir eigentlich haben wollen. Das muss eigentlich dann jede unserer Bienen haben. Das ist ein Trait, den wir nie verlieren wollen. Das heißt, da müssen wir dann schauen, dass beim Züchten wir dafür sorgen, dass wir das immer haben. Und wenn wir es nicht haben, dann ist doof. Dann müssen wir praktisch den Trait wieder reinbringen. Vielleicht werde ich das nochmal dann zwischenzeitlich zeigen, wenn wir dann soweit sind, dass wir wirklich die Bienen verbessern richtig. Ich wollte ja hier mal ganz kurz zeigen, wie man es so machen kann, dass man praktisch die natürliche Auslese selber übernimmt und einfach sagt, okay, die mit den besseren Traits, ob nun aktiv ist natürlich immer besser, wenn der bessere im Aktiven ist und bei dem anderen im Inaktiven, die beiden immer zusammenpacken. Höchstwahrscheinlich ist es danach bei der Princess im Aktiven drinne und vielleicht sogar im Inaktiven. Aber ihr kriegt wahrscheinlich dann auch eine Drohne, die es im Aktiven hat. Wohingegen, wenn beides im Inaktiven ist, ist immer eine Chance, dass es rausgeht. Es gibt eine Chance, dass es in den Aktiven übergeht, entweder bei der Drohne oder bei der Prinzessin. Es kann aber auch passieren, dass beides verloren geht. Also das müsst ihr euch immer bewusst sein. Also es ist so ein bisschen Frickelei, immer wieder zusammenpacken, probieren und so weiter. Deshalb ist es immer gut, wenn man so ein paar Bienen sich zusammenzüchtet, die ein paar relativ annehmbare Traits haben und dann, ja. Naja, so. Ich werde mal gucken, dass wir hier eine Cultivated kriegen und dann melde ich mich wieder und dann haben wir hoffentlich schon einen guten Satz Bienen eigentlich. Ja, mal gucken, wie weit ich heute noch komme mit Bienen, bis ich dann jetzt die letzten Minuten noch aufnehme. Also dann, bei euch ist es jetzt nur ein Schnitt, bei mir sind es jetzt ein paar Stunden wahrscheinlich. Also, bis gleich. So, das sind wir wieder. Ich habe ein bisschen was gemacht. Ich hatte viel Langeweile und ich habe jetzt mal ein paar Bienen gezüchtet gehabt und ich bin jetzt gerade im Nether. So, denn ich hab mir mal hier so wunderschön aufgeschrieben, was ich alles für Bienen brauche, welche Schritte. Und zwar im Endeffekt, also zur Metallic habe ich mir aufgeschrieben und dann halt für die Ohrbienen. Aber erstmal um eine Metallic zu bekommen, brauchen wir halt eine Obsidian und eine Fiendish. Und die Fiendish machen wir aus einer Sinister und einer Modest und die Sinister machen wir aus einer Cultivated, zum Beispiel einer Modest. Ja. Und ich kann ja einfach mal jetzt mal zeigen, was ich so gemacht habe. Ich nehme mal hier ganz kurz die Biene raus, weil sonst... schnell! Ja. Sinister tun nämlich weh. So. Genau. Und da habe ich eine reine Sinister habe ich jetzt hier gezüchtet, die ich dann auch nochmal durchlaufen lassen werde. Halt, wie gesagt, Cultivated und Modest. Das ging relativ schnell sogar. Und sie haben halt einen Effekt. Und zwar Aggress. Das heißt, man kriegt Schaden. Und zwar sind das so ungefähr 2 Herzen. Das heißt, man sollte immer schön auf Abstand bleiben. Und was ich hier jetzt gemacht habe, mit dieser Sinister, die Fiendish, die ich haben möchte. Dafür brauchen wir halt eine Sinister, eine Modest oder eine Cultivated oder eine Tropical. Und ich versuche halt gerade mit einer Modest irgendwie die Fiendish hinzubekommen. Denn das ist eigentlich, was wir brauchen. Weil wenn wir die Fiendish haben, ist es schon der halbe Weg, denn die Metallic, wie gesagt, brauchen wir eine Obsidian. Dafür brauchen wir eine Steadfast. Und die Steadfast-Drone findet man beispielsweise nur in Kisten. Das ist eine Drohne, die findet man nirgendwo anders, außer in Kisten. In Dungeon-Chests halt, also Stronghold, in überall. Überall in Kisten, was jetzt so Dungeon-mäßig ist. Auch Mineshafts und so weiter findet man das Zeug.
Also ist schon ein bisschen seltener und dadurch auch wertvoller. Ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt mir von jemandem genommen. Also Purple hatte zwei und ich habe von jemandem noch zwei genommen hier auf dem Server. Und dadurch war ich in der Lage, eine reine Steadfast zu züchten, die halt auf beiden Trades schön eine Steadfast ist. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, was ist schöner. Pollination brauchen wir nicht. Nehmen wir die hier. So. Und damit züchte ich mir gerade so ein bisschen Steadfast zusammen, weil die werden wir, wie gesagt, noch brauchen dann, um... Für Heroische brauchen wir die später noch. Für eine Redstone können wir sie auch gebrauchen, aber hauptsächlich Obsidian. Für eine Harden brauchen, was Rocky und Cultivated ist. Und was mir aufgefallen ist. Was Purple mir dann auch nochmal gesagt hat, was ich gar nicht wusste. Selbst wenn eine Princess... oder Drohne oder was weiß ich, Pristine ist oder Pristine oder was weiß ich nicht. Sie kann ignobel werden. Das hier war eine Pristine Rocky. Also Purple war, hat eine Dimension gemacht, da drin gab es übrigens ganz viele Rocky Bean und der hat mir da zwei gegeben und ich habe das jetzt hier mal durchlaufen lassen und sie ist halt, also die Chance existiert, die ist gering, das ist auch Genetic Decay trotzdem mit, dass halt aus einer Pristine eine ignobel werden kann. Irgendwann. Das wusste ich nicht, das ist mir noch nie vorher passiert. Jetzt ist es passiert. Deswegen, ich züchte halt sehr viele Rocky gerade. Ich habe ja auch noch irgendwo eine Rocky Queen da. Also wir haben noch eine zweite da rumflattern und haben genügend Drohnen, um noch zu züchten, bis wir lustig sind. Und halt hauptsächlich bin ich gerade dabei, noch ein bisschen Cultivate zu machen, was relativ wenig mir nur gibt. Was ein bisschen schade ist. Man sieht hier fehlen ein paar Apiary, weil ich die rübergezerrt habe in Nether. Ja, so, das wollte ich nur kurz gezeigt haben nochmal. Das heißt, wir werden dann praktisch auch mit der Cultivated hier, werden wir dann jetzt nochmal dran setzen, eine Noble zu kriegen auch. Und aus der Noble dann Imperial, denn die Imperial geben Royal Jelly. Das sind die einzigen Bienen, die Royal Jelly geben. Und dieses Royal Jelly brauchen wir dann später für Mutating Frame. Warum wollen wir Mutating Frame haben? Ganz einfach, damit wir schneller die Bienen mutieren lassen können, damit die Chance sozusagen höher ist, dass wenn ich zwei unterschiedliche Bienen packe, eine Mischspezies rauskommt, anstatt dass eine der beiden da reingeht, wie ich es beispielsweise bei der Steadfast gemacht habe. Wenn ihr es übrigens wollt, wenn ihr, sagen wir, ihr habt Drohnen von, also ich empfehle mindestens zwei bis drei Drohnen solltet ihr schon haben, bei der Steadfast hast du jetzt zwei. Wenn ihr eine Biene umpolen wollt, also wenn ihr einfach nur jetzt aus den Drohnen eine Prinzessin haben wollt, empfehle ich euch nachzuschauen, beispielsweise bei Steadfast habe ich das gemacht, mit welchen Bienen zusammen kommen hier Bienen raus. Und dann sieht man halt, mit welchen Bienen man sie sozusagen nicht zusammenstecken sollte, die Steadfast. Und dann packt man es einfach mit einer Grundbiene zusammen oder so, die es nicht ist. Zum Beispiel, also ich empfehle auch immer eine zu nehmen, die sehr viele Drohnen rauswirft. Also am besten drei Drohnen. Und das habe ich halt zum Beispiel hier gemacht. Da habe ich eine Forest Drone genommen. Und habe dann halt die Steadfast einmal reingepackt. Hatte eine Forest Princess bekommen. Hier sind auch die restlichen, die anderen. Die Forest Drone. Und habe dann halt die zweite reine Drohne, die ich noch hatte, mit reingepackt. Und dann hatte ich eine Princess und eine Drohne und konnte man das schöner machen. Also es funktioniert. Es ist schwierig manchmal, deswegen empfehle ich drei, weil damit kriegt ihr auf jeden Fall eigentlich, denke ich, eine Pristine Princess und eine Pristine Drone hin. Muss nicht sein, es kann immer schief gehen, das ist alles Wahrscheinlichkeit, aber wie gesagt, zwei Steadfast Drone und ich hatte schon direkt eine reine Steadfast Princess und Drohne und von daher... Und halt, das hier war der Überschuss von der ersten. Ja. Sind auch noch alle möglichen Trades. Ihr seht hier, die eine hier hat nichts. Die andere hat Tolerant Flyer, also fliegt sie auch bei Regen. Und die letzte hat noch, dass sie bei Tag und Nacht arbeitet. Das ist wunderschön. Ja, so. Honeycomb haben wir auch ein bisschen was. Ja. Okay. Ich muss gerade wieder rechnen. Ja. Okay. Gut.
Das hat man. Habe ich sonst noch irgendwas gemacht? Nö, eigentlich nicht. Außer halt hier Honeycombs durchgejagt. Und bei ein paar Zetteln, das steht auch beispielsweise bei der Sinister. Deswegen ist die im Nether. Hier steht es in eckigen Klammern. A curse within a nether biome. Das steht auch beispielsweise bei diesen Zetteln hier. Zum Beispiel hier. Diese Biene, das hat mich sehr verwundert gehabt. Diese Leporin. Biene. Man kann sie nur züchten zwischen Meadow und Forest zwischen dem 29. März und 15. April. Ich fand das faszinierend, dass es ernsthaft Bienen gibt, die nur in einem schmalen Zeitraum funktionieren. Also hier in, keine Ahnung, nicht mal 3 Wochen. Es ist faszinierend. Okay. Gut. So, das wollte ich kurz noch gesagt haben. Wollte ich sonst noch was gesagt haben? Das mit den Ignoble habe ich auch schon gesagt. Ich überlege gerade, ob da sonst was wichtig ist für die Bienen. Eigentlich nicht. Also wie gesagt, mutieren ist relativ einfach eigentlich. Manchmal nicht so einfach, wie es scheint. Zum Beispiel bei der Hardened. Das probiert Purple nämlich auch schon eine ganze Weile. Es hat 10% Wahrscheinlichkeit, dass ein Rocky und eine Cultivator das geben. Aber anscheinend funktioniert es nicht unbedingt so gut. Also es kommt selten was raus. Und das ist doof. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht eine Harden dann kriegen. Wenn wir eine haben, ist alles gut. Wenn nicht, dann au. Halt nicht. So, also da war die reine Sinister, ne? Und hier war die Mischgemüse. Ja. Ich habe das hier mal so ein bisschen mit Stein gebaut, weil ich es schöner finde. Ich muss die Decke mal noch machen. Ich finde nämlich den normalen Nether einfach. Achso, die hat weggeworfen, stimmt. Weil die hier so eine. Diese Mischform war. Sinister Modest. Braucht keiner. Cultivated Sinister. Cultivated Modest. Ach, das war der zweite Zuchtversuch, den ich gemacht hatte. Achso, Moment. Ist ja doof. War da jetzt Sinister mit drin in dem Modest? Das ist doof. Wir müssten die erst zu einer Reihen machen. Darauf habe ich keine Lust. Ich kann auch weg hier, die Sinister Modest. Ciao. So, brauchen wir alles nicht. Dann gehe ich nochmal zurück. Dann bereiten wir nochmal ganz kurz was anderes vor. Übrigens hier hinten unsere Stromversorgung. Beziehungsweise unsere Kartoffel- und Zuckerrohrproduktion scheint gut zu verlaufen. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Sugarcane. Eine ordentliche Menge Kartoffeln. Und ich hoffe mal, das bleibt einfach so. Denn dann bleibt unsere Energie erstmal relativ gut. Ich muss halt noch eine Sache machen. Ich bin mir unsicher, wie ich es machen will. Wahrscheinlich mache ich hier oben noch eine Capacitor Bank und mache dann mit Immersive Engineering hier einmal so ein Kabel einmal quer rüber. Das ist ja dann eh unsichtbar nach dem Update. Also nachdem das einmal geupdatet wurde. Ich gehe hier noch ein Stück hoch und mache das hier drüber. Ich weiß noch nicht genau. Auf jeden Fall möchte ich hier so ein Power-Dingens haben und hier. Ich finde das cool, wenn man das dann so sieht. Praktisch so den Energiespeicher. Müssen wir schauen. Gut, wie gesagt, das funktioniert alles. Ich speichere auch genügend Energie. Wir haben genügend Honeyjob. Wunderbar. So, schon mal den können wir auch noch reinpacken. Was haben wir da draus gekriegt? Wir haben Phosphor. Was können wir da draus eigentlich machen? Nicht viel. Wir können Lava draus machen. Aus Phosphor und Dirt oder Phosphor und Cobblestone können wir Lava machen. Und aus Red Sand kriegen wir sogar das meiste. Aus Red Sand kriegen wir 2 Eimer Lava. Brauchen 2 Phosphor. Aber theoretisch würde es sich auch lohnen, Phosphor zu automatisieren. Wenn man jetzt Lava braucht oder so. Aber wir haben Blood Magic dafür dann. Was machen wir hiermit? Achso, dieses feuerfeste Holz war das genau. Ja, es gibt vieles, was man machen kann, aber auch vieles, was ein bisschen unnütz ist. Wie immer. Und überall. So. Okay. Ich wollte noch irgendwas vorbereiten, hatte ich gesagt, ne? Genau, ich wollte. Genau, die Hardened wollte ich machen. Es war Cultivated und Rocky. Ich könnte versuchen. Auch wenn es vielleicht schief geht, wir probieren es mal.
Ah, ich habe kein Apiary frei. Wir nehmen einfach den von der Rocky. Alles gut. So. Also, Cultivate Princess, Rocky Drone, viel Spaß. Dann packe ich die Rocky. Das ist die Pristine. Packe ich die mal hier so in die Ecke. Mit den Drohnen. Wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal genug Drohnen. Mit denen können wir. Also, ich sag mal so, ich schätze immer so. Mindestens 5, 6 Drohnen ungefähr braucht man, um aus einer Standardbiene, also aus einer Prinzessin, eine Biene zu machen, die fast die gleichen Traits hat, also die dann eine reine Biene ist und die gleichen Traits hat, wie diese Drohnen. Also ist, zum Beispiel habe ich es bei der Rocky so gemacht, weil ich habe ja eine zweite gemacht. Man nimmt dann einfach den Stack Rocky Drone, packt den rein, hier unten beispielsweise, und packt dann immer wieder die Princess, die rauskommt, hier rein und schmeißt die anderen Drohnen einfach weg. Brauchst du nicht. Wozu? Es sei denn, es kommt eine Mutation raus, die du vielleicht haben willst, zum Beispiel hier, Dirty Drone. Dann könnten wir noch Clay und Sandy machen, aber wir kriegen halt Dirt Comb, woraus wir Dirt kriegen. Toll. Also es ist nicht toll, aber es ist eine Mutation und warum nicht? Deswegen habe ich die beiden hier behalten. Ja. Ich finde es schön, wie das Deadfest. Es hat so gut geklappt. Purple hat mir nämlich am Anfang noch gesagt, ja, am Ende verlierst du jetzt beide und dann war's das, dann hast du gar nichts. Ja, ich hab's nochmal gezeigt, es funktioniert. Man muss nur wissen, wie... Es hat sich gerade eine Fliege auf meinen Arm gesetzt. Und es hat sich gerade sau eklig angefühlt, kurzzeitig. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Falsche Taste. So. Okay. Hab ich die jetzt reingehauen? Ja, ne? Oder? So, ich muss aber hier noch Extract ausschalten. Die darf nicht dauerhaft laufen. Okay, naja gut. Mit etwas Glück kriegen wir eine Harden draus. Wobei ich mir unsicher bin, ich bin immer noch der Meinung, irgendwas muss da drunter sein. Irgendwas, was produziert die denn? Normale Rocky Comb. Weil das ist früher bei Bini. Letzte Staffel war es ja so, wir hatten dann unter den Apiary mussten wir bestimmte Blöcke setzen. Also zum Beispiel einen Goldblock, wenn wir eine Goldbiene haben wollten, einen Tinblock für eine Tinbiene. Ich weiß nicht, ob das hier genauso ist und ob wir das vielleicht machen müssen. Denn wenn wir mal schauen. Die Eisenbiene. Machen wir so. Wir gucken bei der Metallic. Alles braucht eine Industrious. Die Tin, die Copper, die Iron. Die Gold braucht eine Imperial. Okay. Und Imperial braucht dann Noble und Majestic. Majestic ist Noble und Cultivator. Das wird lustig. Also ich werde noch ein bisschen züchten. Aber wahrscheinlich, ich schätze mal so, vielleicht noch 1, 2, maximal 3 Tage, dann sollten wir die erste Eisenbiene haben. Bis dahin müssen wir aber noch dafür sorgen. Und das ist, wie gesagt, dieses Royal Jelly brauchen wir noch für einen Elviary. Das ist der große Bruder vom Apiary. Das ist die Multiblock-Structure. Wir hatten ja auch letzte Staffel dieses 3x3-Gebilde mit den Slabs oben drauf. Dafür brauchen wir halt Scented Paneling. Die brauchen Royal Jelly und Pollen Cluster. Pollen Cluster kommt von Industrious und Royal Jelly von Imperial, glaube ich, ne? Moment. Imperial. Genau. So, die beiden Dinge brauchen wir noch. Die flattern hier schön durch. Wunderbar. Dann werde ich noch ein bisschen züchten gehen und mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Dann werden wir erstmal keine Bienen mehr machen. Die Bienen züchte ich dann so offscreen weiter, zeigt vielleicht mal so einen Fortschritt, wo ich gerade bin. Aber im Grunde habe ich eigentlich jetzt erklärt, was die Bienen sind, wie die Bienen funktionieren. Hauptsächlich muss man halt aufpassen, dass es... Also ich werde jetzt hier noch wahrscheinlich 3 Stunden AFK stehen, dass die Sinister sterben, damit ich die Fiendisch habe und dann bin ich erstmal glücklich. Bis dahin muss ich nämlich jetzt hier erstmal sitzen bleiben. Na gut, aber danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wollt und Lust habt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Tschüss. Und ich wünsche euch viel Spaß mit Bienen. Es macht sau Spaß. Vor allem, wenn man dann die Biene hat, die man haben will und damit anderen Leuten auf die Nerven gehen kann, weil man selber die Biene hat, aber sie nicht. Ist noch nicht der Fall, aber bald. Ja, gut. Dann tschüss. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag. Und auf Wiedersehen. Tschüss.